So, erster Balkon, zweite Fenster. Da ist eine 360 Grad Rundumkamera. Marius auf der Schlachtbank. Bereit zum Röntgen. Jo. Okay, fuck, Leute. Muss ich schätzen, ziehen wir uns gleich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. I think it's house. Okay, fangen wir nochmal an, Leute. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wo fange ich jetzt an? Sie hat mich gerade voll rausgebracht. Wir befinden uns hier bei einer alten Klinik. Ich drehe mich mal kurz. Ein richtig riesengroßes Teil. Und das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen, falls wir reinkommen. Viel Spaß bei diesem Video. Okay, Leute, schaut mal hier. Direkt ein Warnschild. 24 Stunden Überwachung. Mal gucken, ob das Schild noch hier die Wahrheit sagt. Oder ob hier doch kein Sicherheitsdienst mehr rumläuft. So kommt man eigentlich leicht aufs Gelände. Wir haben immer noch keinen Eingang gefunden. Naja, schauen wir uns mal weiter um. Okay, Leute, hier fuhr gerade schon einfach mal ein Auto aufs Gelände drauf, dreht einmal und fährt zurück. Aber sind sie da schon den Tag? Da gibt es wahrscheinlich viele Wagen, die noch nicht. Okay, Leute, wir machen es uns hier echt schwer reinzukommen. Vielleicht sollten wir mal hinten hingehen. Erstmal ja. Hier zurückgehen, weil hier ja. Ist weiter. Ja, dann machen wir das. Suchen wir erstmal weiter. Okay, Freunde, wenn ihr schaut, hier vorne hat es mal gebrannt. Wir haben leider immer noch keinen Eingang gefunden. Doch, haben wir. Haben wir? Ja. Okay, wir haben doch einen Eingang gefunden. Perfekt. Aber die Frage ist, ob es weitergeht, ne? Ja, das ist die Frage. Okay, Leute, zu früh gefreut. Kein Eingang. Beziehungsweise ein Eingang in den ersten Raum. Aber dort befindet sich eine Feuerschutztür und die ist zu. Okay, Freunde, wir haben ein kleines Problem. Ihr seht auf jedem Balkon, wo es gebrannt hat. Rechts daneben, ungefähr hier in der Höhe. So, erster Balkon, zweite Fenster. Da ist eine 360 Grad Rundumkamera. Wir konnten halt nicht sehen, ob die noch aktiv ist oder nicht. Ich schaue mich jetzt hier erstmal noch ein bisschen weiter um. Da sind noch weitere Kameras oder Eingänge. Aber ich habe echt ein böses Gefühl, dass wir hier nicht reinkommen. Oder gleich Besuch bekommen. Okay, Leute, ich nehme alles zurück. Wir haben hier einen Eingang. Die anderen zwei sind schon drin. Die verheimlichen den Eingang. Und jetzt geht's von mich auch rein. Okay, Leute, wir sind drin. Das heißt, jetzt erstmal Darius und den Andreas finden. Hier stinkt so dermaßen nach Klinik und Brand so richtig ekelhaft. Aber der Klinikgeruch, der kommt voll durch. Okay, ich hab sie gefunden. Das war ja mal eine schnelle Suche. Ach, wie geil ist das denn? Krass, schaut euch das mal an, Leute. Hier noch mit diesen, heftig, oder? Ja. Ist das nicht hier, Röntgen-Ding? Aber das ist so was Besonderes, weil das hier nicht irgendwie hat, das Gefühl. Krass. Richtig geil, Leute. Hier hängt auch noch ein Monitor. Der ist komplett heil. Ah, krass. Gehen wir nichts an in den nächsten Raum. Hier noch so ein Fahrrad. So ein altes Trimrad. Noch ein uralter Automaten. Okay.
Hier vorne war mal der Haupteingang. Okay, der gute Darius auf der Schlachtbank. Bereit zum Röntgen. Jo. Aber kann man das hier noch verfahren? Hier kannst du das hin und her schieben, glaube ich. Ich bin da, das gleich auf den Kopf, ey. Ich glaube. Das ist der. Nee, das ist der kleine Chinese wieder vor seinem Monitor und hat sich kaputt, ey. Ja. So Leute, jetzt geht's für uns. Weg vom Haupteingang. Eine Etage nach oben. Ihr seht, hier fängt schon leicht an. Hier hat es mal gebrannt. Hatte ich euch ja eben gezeigt. Hier werden wir definitiv nicht weitergehen. Hier hat es gebrannt. Schaut mal hier wieder Polizeiabsperrband. Noch ein Polizeisiegel. Vom 29.12.23. Okay, das Siegel ist auch schon gebrochen, sehe ich gerade. Okay, gehen wir mal dem nächsten Flur entlang. Hier stehen überall diese Laubfräder. Jetzt schon das dritte. Krass. Dann waren das hier wahrscheinlich auch noch Behandlungsräume. Ja. Mal hier. Noch eine alte Liege. Monitore. Krass. Noch nie so sowas gesehen in so einem guten Zustand. Ich auch nicht. Schaut mal hier. Hier lacht mich eine Uhr an, die um 5 nach 1 stehen blieb. Und das wahrscheinlich. So, wir begeben uns jetzt noch ein Stockwerk nach oben. Gucken, was wir hier noch finden. Es geht sogar noch einen höher. Aber Leute, merkt euch eins: Wenn ihr hier so Türen habt, gut, die ist jetzt, nee, die ist auch zu. Seid da vorsichtig, denn hier können sich irgendwo Bewegungsmelder befinden. Und dann geht ein Alarm los. Okay Leute, schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Also, wir wissen gar nicht so ganz, wo wir anfangen sollen. Jetzt sind wir auf Station 4. Geht's noch nach oben? Noch mal nach oben. Okay, hier gibt es noch eine Treppe nach oben. Sieht aus nach Dach oben hier. Auf dem Dach. So, ganz oben. Okay, wie ihr seht, befindet sich hier nur noch der Dachboden. Schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Patientenküche. Also konnten sich hier mit Patienten noch was zu essen machen. Ja, schön eine kleine Kochzeile hier. Spülbecken. Was haben wir hier? Noch ein Kühlschrank. Coole Sache auf jeden Fall. Hier noch so ein kleines Spülbecken. Und jetzt betreten wir mal Zimmer 412. Puh, muss mich so schrecken. Kommt er hier aus der Toilette raus. Oh, richtig cool gemacht hier. Hier habe ich gerade meine DNA hinterlassen. Oh je. Ich glaube, das muss ich aufstellen. Deswegen hat das so geplätschert. Ich habe mich auch schon gewundert. Ich glaube, die ganze Zeit hier, hä? Oh je, oh je, Leute. Hast du jetzt einfach so in den Raum geplätschert? Nein, das ist ein Fluss drauf von der Dusche. Ach so, genau reingeplätschert. Okay. Ich merke schon, ich muss hier, glaube ich, einiges wegpiepen. Ja, ich habe mir jetzt auch so gedacht, ich werde
nicht jeden Horrorfilm. Dafür gibt es hier einfach zu viele. Ich werde euch nur, ja, die Räume zeigen, die halt hier schön herausstechen. Und ich hoffe, wir finden noch ein paar mit ja, Arbeitsgeräten von der Klinik damals. Ja, ich hoffe echt, dass wir nicht auf den Sicherheitsdienst stoßen. Gesundheit. Gesundheit. Ich sag immer Gizmo. Ich schieb das auch immer auf meinen Hund. Ja. Was soll ich tun, Zwischtrag essen? Erstmal habe ich gedacht, ich wünsche den das da rein. Wie der Markus Rühl. Wo wir vorhin über Braunschweig gesprochen haben. Ich habe da noch einen, da können die Braunschweiger irgendwie gar nicht drüber lachen. Weil ich finde den total witzig, aber vielleicht ist auch ein bisschen schwer zu verstehen. Neger ohne Zunge, was ist das? Ein Braunschweiger. Oh. Der ist dreckig. Ach, schaut mal, was ich hier noch gefunden habe. Jede Menge Unterlagen. In so einem kleinen, aber feinen Verhandlungszimmer. 2006. Und hier ist ein Stempel vom Februar 2006. Da muss ich wahrscheinlich alles verwechseln. Hier noch irgendwie ein Verordner. Krass. Ja, super. Wieder Verpixelarbeit. Ja, Leute, wir haben jetzt gerade Bescheid bekommen, dass die anderen drei auch hier drin sind. Irgendwie bei einem Saal mit einer großen Bühne. Den haben wir allerdings noch nicht entdeckt. Ja, gucken wir mal, ob wir den finden. Oder ob wir uns hier komplett verlaufen. Okay, geil, Leute. Wir haben hier die Küche gefunden. Alter, wie groß ist die bitte? Hier wurde dann damals für die Patienten gekocht. Richtig geil. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus, Freunde. Stehen auch noch ein paar Teller. Wirklich riesige Dunstabzugshauben, wenn ihr hier mal guckt. Ja, hier haben wir die ehemalige Backstube von dieser Klinik. Krass, hier haben wir noch so eine alte Teigmaschine. Und hier der passende Kübel von unten rein. Schönes Edelstahl. Okay, hier haben wir auch noch mal Liste, Instandhaltungsdienst, das letzte Datum vom 23.08.2011. Okay. Hier nochmal der Durchschlag. Krass. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Klinik seit 2011 leer steht. Hier haben wir noch den ehemaligen Flucht- und Rettungsplan. Direkt mal ein Telefon am Start. Hier der nächste Raum. Überall so alte Spinte. Scheint aber nicht mehr wirklich was drin zu sein. Ne, leider komplett leer. Stehen auch keine Namen mehr drauf. Okay, guck mal hier. Lichtschalter, jetzt will ich es wissen. Okay, den Saft haben sie abgestellt. Und hier direkt die Straße. Ihr merkt es, ich war ganz schön fasziniert von diesem Ort. Ich hoffe, ich kann irgendwann an diesen Ort zurückkehren. Und ich hoffe auch, dass dieser Ort noch sehr lange so erhalten bleibt, wie er jetzt ist. Aber jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Okay, die Küche haben wir jetzt wieder verlassen. Jetzt begeben wir uns wieder auf die Suche nach den anderen. Boah, dieser Klinikgeruch, ich glaube, der wird mir noch
Ewigkeiten in der Nase rumschwirren. Richtig ekelhaft. Ich kann nicht ernst bleiben. Schon ein bisschen. Okay, hier ist auch der. Ach, durch den Durchgang hier? Ja. Okay. Das kann ich dir nicht erklären. Ne, da sind sie. Winke, winke. Na. Ja, wo ist noch einer? Nicht draußen. Draußen. Die sind draußen. Hier. Ja. Ja, da freut sich aber einer. Hier, hier haben wir noch eine richtig alte Info gefunden mit so einem, ja, PC, den kannst du dir schon fast in die Hose stecken. Also, so klein habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Und hier vorne steht der große Bruder von dem Kleinen. Das passt doch schon eher. Aber leider auch ein bisschen Vandalismus, wie man hier sieht. So, jetzt gehen wir mal hier die nächste Treppe nach oben, Leute. Gucken, wo wir hier hinkommen. Wo ist Tobias? Der war eben hinter mir. Tobias? Ach, guck mal hier. Hier fängt es schon richtig an mit Graffiti. Scheiß Vandalismus hier. Ja, schaut mal hier. Ziemlich uncool. Guck mal hier. Gehen wir die Treppe hoch. Direkt so eine. Ja, so ein kleines Schwesternzimmer. Hier noch mit dem Kalender von 2011. Ah, okay. Und hier war so eine Art. Essensbereich noch für die Mitarbeiter. Eine kleine Küchenzeile. Was haben wir hier? Ach geil. Schaut euch das an. So. Whirlpool-Badewanne. Krass. Hier schon die nächste. Shit. Der Hund schlägt Alarm, irgendwas stimmt nicht. Was ist denn los? Das hat der Hund geklappt, dass er sich mal den Ball da oben sieht. Boah, ich dachte schon selber aus. Was hast du gedacht, da ist jemand da? Ja, deswegen dachte ich so, der hat jemanden gesehen, der in Chino läuft. Ja, ja, nee, nee. Glücklicherweise ist alles in Ordnung. War's da oben? Ja. So eine kleine Schwester im Zimmer, wo wir uns aus der Notaufnahme bringen. Ja. Die ist so rein, die ist rechts, alles wird gut, Leute. Oh, ohne Scheiß, richtig geil. Kleinen Schock verarbeitet, jetzt die Treppe wieder hochgegangen. Und keine Ahnung, was das hier für Maschinen waren. Aber wie ihr seht, wir haben wieder irgendwelche Vollidioten zugeschlagen. Und der Lismus ist krass, nicht an. Ihr seht, es ist ein riesengroßes Gelände. Hier oben geht es auch noch weiter. Okay, Leute, ohne Mist. Hier mal ein Overnight machen. Das wäre echt krank. Oder was sagt ihr dazu? Hier mal ein Overnight. Das wäre eine echt kranke Sache. Hätte ich irgendwie richtig Bock drauf. Ja. Hier haben wir auch noch irgendwelche Behandlungsgeräte. Ich denke mal irgendwelche Wärmetechnik. Ja, keine Ahnung, wer es weiß. Schreibt es bitte gerne mal unten in die Kommentare. Also, ja, ich würde wirklich tippen, dass das hier irgendwie eine, so eine Wärmetechnik ist. Also irgendwie so, da ist diese rote Birne drin. Und dann konnte man sich hier die Liege legen und wird erstmal schön gebrutzelt. Krass, schaut mal, was ich hier gerade entdeckt habe. Eine große Turnhalle. Geil. Habe ich so auch noch nicht in der Klinik gesehen.
Richtig geil. Mal gucken, wo es hier lang geht. Okay. Keine Ahnung, hier noch so ein alter Putzwagen. Schon mal ein bisschen Schutt. Also ich glaube, hier haben schon mal Leute versucht aufzuräumen. Was haben wir hier? Ach, okay, ich glaube, hier konnten dann die Angestellten damals anstempeln. Das war hier war wahrscheinlich die Stempeluhr. Alter, Leute, schaut euch das mal an. Ein richtig geiles, großes Schwimmbecken. Jedenfalls sind wir so eine große Klinik reingekommen. Was kommt da? Wo nein, bisher keiner reinkommen war. Mega heftig. Da kommt irgendwie ein Typ aus dem Gelände, wir erinnern an das. Müssen wir ein bisschen aufpassen, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Das wird hier irgendwie ganz spannend. Okay, ihr habt es so teilweise mitbekommen, Leute, hier kommt ein Typ aufs Gelände. Kommt aufs Gelände? Mhm. Welcher Eingang hat man Gelände? Kommt einer. Scheiße. Ach. Einer gegen fünf? Ha! Ja. Aber. Kampf vorbei. Dann lassen wir zurückgehen, gucken wir nochmal zu den Saalen und Keller. Oder jetzt sollte man vielleicht besser zusammenbleiben, wenn da doch jemand kommt. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Okay, jetzt gerade teilweise mitbekommen. Schatz hat umgefunkt. Die Wacht da draußen. Ist irgendeiner aufs Gelände gekommen, eine Person. Die sah schon recht komisch aus, meinst du? Jetzt schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Okay, fuck, Leute. Sicherheitsdienst hier mit uns gleich. Alter! Leute, Schock! Wir dachten, wir hatten echt Sicherheitsdienst. Dabei waren die zwei Chaoten das. Schockmoment, ey, Schockmoment. Ich war die zwei gerade noch am Suchen. Ja, einfach immer. Hier, oh, da müssen wir gleich durch. Okay, durch den kommenden Gang müssen wir, glaube ich, wieder zurück. Oh, wir müssen echt aufpassen. Von außen kann man uns richtig gut sehen. Okay, gerade vom ersten Schock im Mund. Verena funkte gerade wieder an. Hier schwirrt definitiv noch einer auf dem Gelände rum. Wir wissen nicht, ob Sicherheitsdienst oder. Okay. Oder. Sonst mehr. Lass die Kamera jetzt einfach mal laufen. Hier soll sich gerade noch irgendeine Person befunden haben. Das Problem ist, wir stehen nur auf dem Präsentierteller. Scheiße. Rauskommen. Ja. Okay, kleines Update an der Stelle, Schatz. Ist auch zu uns gestoßen. Hier runter, dann da lang. Und dann ist ja noch das Brandzimmer und da ist noch das große Treppending. Und dann da rechts rein und jetzt da das Fenster. Das sind immer so kleine Reisen, Räume. Okay, Freunde, das Problem ist, der Typ läuft hier immer noch rum. Irgendwo auf dem Grundstück, es sei denn. Er hat einen Weg hier reingefunden. Fuck. Jetzt versuchen wir erstmal irgendwie uns hier zurechtzufinden. Und dann später wieder rauszukommen. Okay, Alter, wo sind wir hier gelandet? Wir sind nur eine Treppe nach oben gegangen. Hier haben wir echt hier so Kinobereich. Schauen wir vorne die Bühne. Hier schallt es auch ganz schön. Krass. Aber schaut mal, wie der Boden sich hier wälzt. Da steckt so viel Feuchtigkeit drin. Boah.
glaube, das läuft hier oder lief mal irgendwie aus der Heizung raus. Und dann, ja, seht ihr ja selber, fing ja alles an aufzuklären. Ja. So vertrauen würde ich dem Boden aber auch nicht mehr. Ja. Okay, verlassen wir den Kinobereich wieder und schauen uns hier noch weiter was an. Okay, hier haben wir noch so eine Art Pult. Vielleicht gab es hier auch mal eine kleine Kapelle. Vorne sind wir eben durch. Alter, ist das riesig. Hä? Ja. Was gab es da noch? Jede Menge. Hä? Okay, vorne eine kleine Planung. Ich ziehe jetzt erstmal den Schatz alleine los. Wir haben uns auf. Das kann der Leder nicht voreinhalten, das geht gar nicht. Ey. Habt ihr es gehört? Ich habe mir vor dem Schwimmbad in der Schlucht drin erzählt. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall gesplittet. Wir sind drei Gruppen, je zwei Leute und ein Hund. Und wir sind aber alle drei über Funk verbunden. Also wenn was sein sollte, können wir gerade funken. Okay, cool, Freunde. Hier sind wir wieder. Ja, keine Ahnung. Irgendwo um nirgendwo. Wir haben uns hier ein bisschen verfranst. So wie so eine Art Aufenthaltsraum. Spinte. Hier irgendwelche Briefumschläge. Allerdings komplett leer. Spindschlüssel 449.09. Haben die vielleicht die Nummern? Okay, ich kann jetzt keine Nummer entdecken auf Anhieb. Doch hier 6. Vielleicht hat das aber auch was mit einem ganz anderen Spind zu tun. Und nicht mit diesen hier. Okay, da hinten hängt noch eine Dartscheibe. Wir müssen echt völlig aufpassen. Wir können von allen Seiten jemand kommen. Wir kommen hier auch nur durch. Wir sind draußen und ich muss ein Geschäft machen. Jo, alles klar, wissen wir Bescheid. Okay, was ich nur sagen wollte, Leute. Hier, die Fenster sind alle zugenagelt. Wir kommen hier nicht. Ich dachte gerade, ich hätte da im Laufen sind. Nicht raus. Nein, ich meine einen anderen. Ja, das Problem, Leute, wir kommen hier nur durch den Eingang raus, wie wir auch reingekommen sind. Ich sehe gerade, der Andreas und der Darius sind schon draußen. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir hier noch ein bisschen was sehen. Ja. Auf dem Weg nach draußen. Leute, wir sind schon wieder im nächsten Treppenhaus. Hier noch eine schöne Glasvitrine gefunden. Die ist allerdings noch komplett heil. Okay, hier sind wir wieder beim Kinosaal. Ich sag ja, hier verläuft man sich. Wir gehen jetzt mal zurück und hier die Treppe nach oben. Okay, oben angekommen. Hier noch einen Raum in Gelb gehalten. Hier vorne noch eine Toilette. Vielleicht war das hier mal so eine Art Aufenthaltsraum. Oder Schlafbereich für die Nachtschwestern oder so. Da vorne geht sogar noch eine Leiter hoch. Krass. Was war das hier mal für ein Gebäudeteil? Ja, okay, hier geht's auf den Dachboden. Notausgang. Krass.
könnt ihr ja wirklich vielleicht sehen, wie viele Stockwerke es nach unten geht. Wir haben noch eine Leiter gefunden. Schatz ist gerade schon hochgegangen. Oh fuck. Von meinem Knie angehauen. Oh Mann, ey. Leute, sorry, man sieht gerade nichts. Ich fummel mal gerade die Taschenlampe raus. Alter, was ist das denn bitte? Oh. Eine Treppe runter. Ich weiß auch, wo wir sind, Schatz. Ich auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Alter, damit habe ich nie gerechnet. Von so einem cleanen, sauberen Klinikbereich kommst du jetzt auf einmal in so ein Ding rein. Das Ding ist so groß, das kriege ich mit meiner Taschenlampe nicht komplett ausgeleuchtet. Alter, wir müssen so ehrlich aufpassen. Wir gehen hier nur über so Holzstreben entlang. Wenn einer wegkracht, haben wir die Lachstachel. Fuck, ey. Da sieht man den Zählerschatten, ne? Okay, fuck, Leute. Das Ende von diesem, ich nenne es mal Dachboden, erreicht. Und schaut mal hier. Da ist noch eine Eisentreppe nach unten. Alter, hier geht's noch eine Leiter runter. Oh, ich hab hier echt Panik irgendwo. Wow, hier zu treten. Hier geht's nochmal runter. Ja. Krass, was ist das? Ja. Ja, ist ziemlich eng hier. Ich sag Bescheid, was das ist. Ich bleib nur hier vorne an. Okay, Leute, ich gehe jetzt mal hier runter. Ich kann es ja nicht lassen. Schatz wartet oben. Wünscht mir Glück. Alter, was ist das hier bitte? Okay, ich drehe mal kurz die Kamera, Leute. Hier geht noch eine Treppe nach unten. Zwei Türen. Alter, ist das eng hier. Okay, hier geht's nicht weiter. Fuck, ey, was ist das hier? Aber ich habe auch keinen Bock, hier jetzt runter zu gehen. Und gleich kommen wir nicht mehr hoch oder so. Ich gehe jetzt auf jeden Fall wieder hoch zu Schatz. Und dann mal weiter gucken. Ja. Alter, hier geht's noch irre weit nach unten. Also eine Leiter, zwei Türen und ich vermute mal von da aus noch weiter nach unten. Würde ich mal schätzen. Krank, Alter. Richtig krank. Okay. Wie fängt's an? Hier geht's schon mal. Nicht den großen Bogen machen. Und hier wieder raus. Alter, damit hätte ich nicht gerechnet, als wir hier rein sind. Okay, Leute, wir gehen jetzt wieder zurück. Und, keine Ahnung. Ich denke mal heute werden wir das komplette Ding eh nicht mehr begehen können. Oh fuck. Alter, auf die Kameraaufnahme bin ich echt gespannt, Leute. Schatz meint, wir sind tatsächlich ganz oben. Also hier ist das da. Heftig. Wenn ich das hier schaffe, mal runterzukommen. Ich glaube nicht. Erstmal hier irgendwie runterkommen. Sorry wegen der Kamerahaltung jetzt, Leute. Aber das war ein Akt. Alter. Okay, weg von der oberen Etage.
sind wir hier im nächsten Raum gelandet. Krass. Guck mal hier, hier haben wir noch eine alte Tafel. Mal gucken, ob wir davon einen kennen. Urbex Adventure, ja. Warte mal, Grüße gehen raus an der Stelle an den lieben Robin. Wir sind auf dem nächsten Flur, Leute. Das Problem ist, das hört sich so an, als wäre noch einer im Gebäude. Wir sind aber allein hier, die anderen sind draußen. Ich weiß nicht, wo auch die Gedanken draußen sind. Ich habe 12 von uns gesehen. Nee, ich hab die anderen eben auch gesehen. Ja. Krass, Leute, wir haben den letzten Gebäudetrakt erreicht. Station 6, Zimmer 601 bis 617. Aber die müssen ins Trakt. Ja, ist gut, wir machen hier das Ding eben noch zu Ende und dann kommen wir auch zum Parkplatz. Werden wir gleich nochmal abchecken. Wir sind jetzt gerade hier, wo die Kunsträume und sowas waren. Die Kunsttherapie. Also der letzte Gebäudetrakt direkt an der Straße, da sind wir gerade drin. Da waren wir vorhin auch schon. Wir sind jetzt ein bisschen lang nach hinten rübergeht. Muss ich gerne noch sagen, weil wir haben eh keinen Akku mehr, können nichts mehr aufnehmen. Ja, ist gut. Dann gucken wir das hier noch, was wir noch mitnehmen können. Und dann kommen wir auch zum Auto. Ja. Okay, Leute, ihr habt die Bestätigung. Ihr habt die perfekte Bestätigung bekommen. Die sind alle draußen. Also sind wir auf uns gestellt. Erstens auf uns gestellt und zweitens nicht alleine. Hier, wenn ihr mal schaut, die Matratze fehlt, aber das kann man sich nicht denken. Hier ein kleiner Tisch, schöner Schrank und hier hinten, die habt ihr, glaube ich, vorhin schon gesehen, eine Toilette mit Dusche. Ja, wir machen uns auf den Weg Richtung Ausgang. Okay, die Jungs waren eben auch noch so Ärzte raus. Das gehört auch noch hierzu. Da stand wohl ein Auto, die waren da am Umwühlen. Vielleicht waren das die Leute, die auch hier auf dem Gelände waren. Aber uns wurde beraten, zum Ausgang zu kommen. Gut, dann werden wir das noch tun. Und dieser typische Brandgeruch wieder. Wir sind jetzt ziemlich nah am Ausgang. Okay, Leute, wir sind schon mal wieder auf Station 1. Und boah, hier stinkt so dermaßen. Dieser Klinikgeruch. Nichts wie raus hier. Okay, wir sind am Ausgang, Leute. Wir haben es geschafft. Wir dachten gerade, jemand ist gekommen und hat das zugelagert. Und wir sind noch im Gebäude. Alter, wir sind ja alle Fenster zugenagelt, Leute. Wir haben gerade mit Mühe und Not dieses verkackte Fenster aufgekriegt. Wir dachten zuerst, Scheiße, vielleicht hat das einer dicht gemacht. Puh. Alter, wir hatten echt heute genug Schockmomente, Leute. Richtig kranke Nummer. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder draußen. Jetzt geht's zum Parkplatz. Puh. Okay, wir befinden uns immer noch auf dem Klinikgelände. Das ist
ein irrelanger Fußmarsch zurück. Aber ja, wir haben soweit alles gesehen. Ich glaube, das Video wird wieder alles sprengen. Puh. Ich sage euch auf jeden Fall, ja, schaut mal hier. Ich habe Handschuhe dabei. Warum benutze ich sie nicht? Mann, okay, ich sage euch auf jeden Fall schon mal auf Wiedersehen und wir sehen uns im nächsten Video. Und schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare zu dieser Location. Bis dahin, passt auf euch auf. Ciao.